Dann hierhin und dann auf zu Ivarstadt oder wie auch immer die Sache hieß und dann hoch zu der Graubärte. Nee. Auf jeden Fall die hier, Markus, die haben gerade sehen. War das Graubärte? Graubärte. Ja, da steht's ja. So. Die Burg gehen wir nicht. Scheiß nicht warum in. Ich gehe in alles gerne rein, außer in Burgen. Das finde ich immer irgendwie zu komplex. Auch wenn man da übelst geil Loot bekommen kann, aber irgendwie gehe ich da nicht so oft rein. Aber werden wir alles noch machen, ist ja kein Problem. Wir werden noch die ganze Map entdecken. Ne, ganz wahrscheinlich nicht, aber so viel wie möglich. Dunkelwasserkreuzung. Hallo, wer sind Sie denn? Ah. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Hallo! Euch habe ich hier noch nie gesehen. Gibt es etwas, bei dem ich euch helfen kann? Ja, könnt ihr mir was über die Dunkelwasserkreuzung erzählen? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir fischen und bleiben für uns. Wir versuchen, weder das Kaiserreich noch die Sturmmäntel gegen uns aufzubringen. Und bislang hat uns der Krieg verschont. Ach so schön. Ich gehe dann mal wieder. Ich stelle mir vor, ich würde das Erz aus dem Felsen locken. Aber die schon lange in der Mine? Diese Mine ist erst wenige Jahre alt, aber ich schürfe schon seit mehr als 100 Jahren nach Erz. Von hier an reichen die Tunnel tief in das Gestein. Die Leute beschweren sich über Hustenanfälle und schlechte Luft. Ich kenne das Problem. Wir brauchen Medizin gegen den Erzstaub. Ich stand kurz davor, deswegen einen Hilferuf nach Windhelm zu senden. Ich könnte euch eine Nachricht überbringen. Ich danke euch. Bringt sie Quintus im weißen Fläschchen. Sag mal, irgendwann mal dort sind. Wart ihr im Krieg betroffen? Ich kann von Glück sagen, dass keiner meiner Freunde getötet wurde. Natürlich kommen immer wieder Soldaten hier durch. Was könnt ihr über die dunkle Wasserkreuzung erzählen? Dieser Wasserfall, gefährlicher Ort. Der Ketus dachte, in den Tümpeln würden gute Fische anbeißen. Ich habe schon lang nichts mehr von ihm gehört. Und das wohl liegen wird. Passt auf euch auf. So, gehen wir mal hier rein. Werner eigenes Haus. Lulululu. Hat keiner gesehen. Hallo? Wahrscheinlich heißt es wieder gleich. Raus hier! Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Nein. Verschwindet! Ich will hier bloß mit jemandem reden. Letzter. Ja. Verschwindet! So ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Kein Stress. Alles safe. Gehen wir mal in die Mine rein. Aber wahrscheinlich gibt es da nur Erz. Aber wir gehen trotzdem mal. Gucken, was für Schönes gibt. Was ist das denn für Erz? Grundumerz, oder? Ja, er wird wahrscheinlich Grundumerz geschürft. Es lag ja auch so übelst viel da drinnen. In dem Haus. Schwere Rüstung verbessert. Sehr gut. Schwere Rüstung habe ich ja auch an. Erstmal gucken, ob hier unten irgendwo eine Kiste ist. Natürlich nicht. Ja. Hat da durchgeglitscht. Ein bisschen Met. Ja, das war's auch schon. Na dann geht's wieder hinaus. Und weiter Richtung Hochradgar und vielleicht noch irgendwelche Dungeons mitnehmen. Falls irgendwas auf dem Weg liegt. Zum Beispiel die Höhle da. Ne, die Höhle liegt gar nicht auf dem Weg. Also doch nicht die Höhle. Moment, kam ich nicht von da? Ja, Moment, ich renne ja voll falsch. Quest. Der Weg der Stimme. Also vielleicht doch die Höhle. Mal vorbeikommen. Also der Wasserfall soll gefährlich sein. Vielleicht liegt ja dann seine Leiche dort noch. Oh, das ist ja voll hier die Strömung. Komm schon! Schwimm! Na, ist mir zu anstrengend. Es wäre lustig, wenn hier irgendwie so ein Skelett sein würde im Wasser und dann auch noch den Namen von dem Typen hätte, der gesucht wurde. Also der nicht mehr da ist. Oh Gott! Kommt hier auf einmal so ein scheiß Höhlenbär an. Ich glaube, es geht los. Oh, er gibt mir ganz schön mit.
So. Zack. Der Bär hat Gold gefressen. Wie kommen wir denn zu der Höhle da? Auf der anderen Seite. Wir kommen auf die andere Seite. Fragen über Fragen. Wäre cool, wenn man hier auch so Bäume fällen könnte, wie bei The Forest. Geht aber leider nicht. Wäre aber lustig. Muss ich hier wirklich schon den ganzen Berg drum rumlaufen? Ach, wie süß. So. Okay, mir klingelt gerade ein Telefon, was ich schon nie zuvor gehört habe. Was willst du tun? Weil mein Telefon klingt ganz anders. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal... Egal. Ist egal. Alter, das ist ja voll... Wie soll ich denn da hochkommen? Hui! Schnell noch den... wirklich den ganzen... Kack-Dings hier... queren. Berg. Oh, da unten ist eine Höhle. Ob ich das gesprengt schaffe? Nein, natürlich nicht. Ich werde es nicht mal probieren. Lieber mal kurz speichern. F5 ist dein Freund. Sage ich nur. Oh! Versteck des verlorenen Messers entdeckt. Geht's hier rein? Ach da. Verloren mit Messers. Lost Knife Cave. Klingt nach Banditen. Bin mir nicht ganz sicher. Weil da vorne, da klemmt ja auch jemand auf dem Dings drauf. Hallo? Ja, Banditen. So. One shot, one kill. Banditen rauf, Golder, da hält ein bisschen mehr aus. Lassen wir die Spielchen. Moment. Lass mir erstmal kurz meine Streitaxt. Schwere Rüstung verbessert. Yeah. Und tschüss. So. Woodcutter's Eggs brauche ich nicht. Es gibt ja schöne Schätze hier in der Kerkerschlüssel des verlorenen Messers. Schlüssel sind immer gut. Mal lieber crouchen mit dem Bogen. Vielleicht ist hier noch jemand, aber ich denke schon. Da oben sind sogar mehrere. Und da auch. So. Das ist ein Katschit. Oh, der hält auch ein bisschen mehr aus. Wie kannst du so viel aushalten, wenn du nicht mal... was anhast, mein Freund. Ja. Könnte ich dich auch fragen, mein Guter. Dann versuch es mal. Haben die mich da oben mitbekommen? Ja, haben sie. Warum denn auch nicht? Aber er da vorne nicht.
Nicht die besten Gestalt. Weg. Aber ist auch mal wieder eine Sache, wenn wir der besten Gestalt hier durchzurennen. Da. Schleichen verbessert. Jetzt suchen mich die der Mangos hier da oben auch wieder. Oh, den hab ich sogar getroffen. Ich bin einfach der Beste. Okay. Den eher nicht so. Na los, bleib stehen. Ja, so ist gut. Was macht denn die da? Auf jeden Fall lebt sie nicht mehr lange. Das steht auf jeden Fall fest. Hui! Zack. So, hat sich das auch erledigt. So, jetzt nur da oben. Oh, den habe ich gleich vorbeigesetzt. Zack. Zack. Okay. Okay, machen. Fall mal hinunter. Oh, gucken da euch an. Oh. So. Nein, hier ist niemand. Ja. Ja. Whee! Awesome. So. Das war eine Buch. Das war eigentlich verbessert. Und Level Up. Yes. Wo sind wir denn? 190, 160. Gehen wir mal wieder auf Ausdauer. Schwere Rüstung 2. Ich müsste eigentlich mal verbessern. Schießkunst. Schleichen. Was gibt's denn hier bei Schleichen neu? Du löst keinen Druckplattenschalter aus. Ja, brauchen wir nicht wirklich, denn ich sehe. Ich sehe die ja. Zwar nicht immer, aber egal. Mal was in schwere Rüstung unbewaffnete Angriffe. Halbiert Sturzschaden. Was gibt's dort? 50% zurückstoßen. Ah, schwierig. Ich glaube, ich gehe mal in den hier rein, mächtige Angriffe und 200 Meter Ausdauer, damit wir dann das hier freischalten. Zack. So. Noch ein Pfeil. Gehen wir nach unten. Schwimmen! Vielleicht gibt es ja eine Truhe irgendwo hier. Oder Leichen. Der Himmelschmiede. Wie sind die an 200 der Himmelschmiede gekommen? Also, unerhört. Warte mal, geht der Bug hier? Ja, das war damals auf der PS3 ging das. Da bist du so über der Wasseroberfläche geschwommen und da hast du alles ganz deutlich gesehen unter Wasser. Bestimmt bei den Wasserfällen. Gibt's bestimmt was? Geht's da rein? Tatsache, hier geht's wohin. Geheime Kammer? Oder geht's hier weiter? Ja, geheime Kammer. Oh, eine Zwergenrüstung ist schon nicht schlecht. Die können jetzt sogar besser sein als unsere, die wir anhaben. Bekleidung? Wir haben ja 47. 48. Ja, yeah, und dann können wir unsere dann noch verbessern. Ja, kommt ja auch noch dazu. Voll geil. Voll geil. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Auch wenn man wahrscheinlich hier noch irgendwo was gibt. Aber egal. Das werden wir schon verkraften. Wenn wir es nicht wissen, wissen wir es halt nicht. Das ist ja auch nicht so schlimm. Hier noch nicht, da muss man lang. Und nicht davon, von da kommen wir. Also da lang. Vielleicht gibt es ja noch da noch ein paar Gegner. Denn da oben haben wir ja weggesnipert. Und hier eigentlich auch irgendwo jemanden. Ja. So. Ich bin ein Cheater. So sieht es aus. Da ist eine Falle da vorne. Was passiert denn da, wenn wir die auslösen? Let's try. Aber klar, dass Steine kommen. Never klar. Was ist das denn hier? Mhm.
Lass mal den Mongo da. Hä? Achso, er hat sich bestimmt so gedacht. Was? Warum ist der tot? Toll. Warum habe ich einen Pfeil zwischen dem Kopf stecken? Mist, ich dachte, der wäre tot und sitzt da ziemlich gechillt. Und geil. Naja, falsch gedacht. Gehen wir mal hier gucken. Lost Knife Hideout. Dann gehen wir doch mal lieber dort gucken. Gesetzloser. Wir sind verloren! Also, tschüss, mein Guter. Sieht sich. Oh, verdammt. Verdammt. Oh. Hätte ich fast nicht gesehen. Aber Headshot. Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Okay, den hätte ich sowieso nicht mit einem Kill machen können. Mehr habt ihr nicht, nö. Lassen wir die Spielchen. Ah! Euresgleichen hat keinen Platz. Ich kann nicht rein. Achso. Deswegen. Probieren wir mal kurz den Frostatem aus. Ah. Ja, der macht nicht so viel Schaden, aber ich weiß später. Na los, komm schon. Später ist der dann. Können die dann eingefroren werden. Sind die dann einfach so da und ja. Starr. Hä? Eine Kiste. Gold, schwaches Gift, goldener Ring, zeigen Panzerhandschuhe. So. Da gehen wir jetzt mal. Oh Gott. Gehen wir mal zum Dings. Cave. Und was Cave? Ne, Hideout. Hideout was. In der Hideout. Was ist das für ein Geräusch? Achso, im Hintergrund bohren sie wieder. Na, ist klar. Erstmal hier die andere Bar wegmachen. Und hier hat sogar einen Bogen, die muss wirklich weg. Oh. Was ich eigentlich jetzt mal anbieten würde. Machen wir das doch mal. Na los. Let's go. Schneller, bevor du tot bist. Ja? Oh oh. Oh 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 oh. So. Nähren. Leben. Oh oh. Nähren. Schnell. Und dann wieder geil Leben auffüllen. Nam nam nam. Nam nam nam. Oh ja. Oh ja, lecker. Oh ja, Menschenfleisch. Ja. Und dann. Nachdem wir mal kurz gucken, wie die Skills so bestehen bei dem Werwolf.